Maria. Berichtet, dass Maria Leonza als Tochter eines Indianerhäuptlings in den Urwäldern von Yaracuy lebte und dass sie besonders magische Kräfte hatte. Flüsse, Lagunen und Urwälder waren ihr heilig. Und um zu ihrer heutigen Kultstätte zu gelangen, überqueren ihre Anhänger schon in den frühen Morgenstunden den Fluss. Kultgegenstände und Proviant müssen für einen mehrtägigen Aufenthalt auf die andere Flussseite in den Urwald transportiert werden. Denn dort vermutet man in den Baumwipfeln die guten Geister, um deren Gunst sich der Maria Leonza Kult bemüht. Auf einer Lichtung werde ich Zeuge eines eigenartigen Rituals. Ich kann mir dessen Sinn und Zweck zunächst nicht erklären, bis ich dann erfahre, dass sich dieser Mann in einem Trancezustand befindet und dass ihm geholfen werden soll, seine inneren Zwänge und seinen Stress abzubauen. Und entspannt ist er dann wieder unter uns, dank der Kraft der Urwaldkönigin. Gib mir geistige und physische Kraft und helfe mir, diese auf andere zu übertragen. So wünscht man es sich bei diesem Ritual und es scheint, als gelinge dies am besten in der Beschwörung eines indianischen Geistes. In diesem Zeremoniell soll nun die eigene Persönlichkeit, das eigene Ich, den Körper verlassen und an dessen Stelle werden wenig später die guten Geister von seinem Körper Besitz ergreifen
und ihm die gewünschte innerliche Ausgeglichenheit und Entspannung geben. Maria Leonza lächelt gütig auf ihre Verehrer herab und um ihren Altar am Fuße eines großen Mammutbaumes werden noch die Bilder anderer Männer aufgestellt, von dessen geistiger Kraft die Menschen hier fest überzeugt sind. Dann scheint es, als hat mich das Medium fest in ihrer Gewalt. Viel Gutes im Namen einer haitianischen Urwaldkönigin gewünscht und eine entspannende Kraft des Friedens breitet sich in meinem Körper aus. Ich möchte nun noch mehr über diesen Kult erfahren und nehme fasziniert an diesem Heilungszeremoniell teil. Zum Erscheinen des Geistes zu ebnen, ist Alkohol und eine stark riechende Aromaessenz nötig. Und die vielen Kerzen gelten jeweils als Symbol der Sonne, des Lichtes im Allgemeinen, da dieses ja so wichtig für einen gesunden Menschen ist. Thank you.
Auch dieses Mädchen befindet sich in Trance und die guten Geister sowie die Kraft Maria Leonzas sollen an einer gesunden Entwicklung ihres Körpers mithelfen. Ich kann mich überzeugen, wie plötzlich ein anderer guter Geist von ihrem Körper Besitz ergreift, während die bösen Geister von dem starken Rauch ferngehalten werden. Meine Erlebnisse hier im Urwald haben mich insofern überzeugt, dass gerade der heutige, moderne Mensch hier Gesundheit und Stressentspannung finden kann, solange er sich von der magischen Kraft Maria Leonzas gefangen nehmen lässt.